Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, beim letzten Mal haben wir hier unsere Freunde alle ganz schön gebauchpinselt. Garrus ist noch dran, der wird noch verarztet. Mit Tali reden wir, glaube ich, auch nochmal. Commander, schön Sie zu sehen. Sie sind schon eine Weile bei der Zitadell-Sicherheit. Haben Sie schon viel miterlebt? Nun, nicht so viel wie Sie. Aber ich habe doch schon einige interessante Dinge gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Gab es etwas Spezielles, das erwähnenswert wäre? Ich erinnere mich noch an diesen salarianischen Genetiker, gegen den ich ermittelte. Dieser Fall war ziemlich verstörend. Was ist passiert? Warum haben Sie gegen ihn ermittelt? Ich hatte die Aufgabe, den Schwarzmarkthandel auf der Zitadelle zu verfolgen. Der Großteil davon ist harmlos, nichts, was einer Untersuchung wert wäre. Aber im Verlauf meiner Nachforschungen fiel mir auf, dass der Handel mit Körperteilen zunehmend florierte, hauptsächlich mit Organen. In geringem Ausmaß ist das durchaus üblich, aber diese Häufigkeit war doch ungewöhnlich. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein neues Schwarzmarktlabor gab oder ob ein Irrer Organe von Bürgern verkaufte. So etwas hat es auf der Zitadelle schon gegeben? Ab und zu verkaufen einige Labore überschüssige Teile auf dem Schwarzmarkt, aber die sind nicht so schlimm wie die Psychos. Ich erinnere mich noch an diesen Elcor-Diplomaten, den wir in meinem ersten Amtsjahr schnappten. Er schlitzte Leute auf und verkaufte ihre Organe. Die ganze Station war in Panik. In diesem Fall war das nicht so offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass mehr dahinter steckte, als wir ursprünglich dachten. Wie haben Sie herausgefunden, was wirklich vor sich ging? Zuerst fanden wir eine Probe und machten einen DNS-Test. Das Seltsame war, dass der uns zu einem Turianer führte, der noch am Leben und überzeugt davon war, nie eine Leber verloren zu haben. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass dieser Turianer kurz für Dr. Salion, den Genetiker, gearbeitet hatte. Also ging ich in sein Labor, weil ich hoffte, dort Beweise für geklonte Organe zu finden. Aber da war nichts. Keine salarianischen Herzen, keine Turianerlebern, nicht mal ein Kroganerhoden. Sie machen Witze, oder? Was sollte denn jemand mit Kroganerhoden anfangen? Einige Kroganer glauben, dass Hodentransplantationen ihre Männlichkeit steigern. Sie wirken den Effekten des Genophage entgegen. Es nützt zwar nichts, was sie aber nicht davon abhält, sie trotzdem zu kaufen. Sie bezahlen bis zu 10.000 Credits pro Stück dafür. Das macht 40.000 also vier Eier. Für ein Set. Irgendjemand da draußen macht damit ein Vermögen. Was haben Sie wegen des Genetikers unternommen? Ich habe einige seiner Angestellten verhört. Ich wollte versuchen, sie zum Reden zu bringen. Während ich einen von ihnen befragte, stieß ich auf etwas Verdächtiges. Sie meinen bedroht. War das wirklich notwendig? Möglicherweise. Eher nicht. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Einer der Inhaftierten begann während der Befragung stark zu bluten. Wir wollten ihn verarzten, aber da drehte er durch. Er flippte völlig aus. Ich ordnete eine genaue Untersuchung an, um herauszufinden, was da vor sich geht. Unsere Mediziner fanden an seinem ganzen Körper zahlreiche Einschnitte, einige waren noch nicht sehr alt. Das war der Durchbruch. Diese Leute waren nicht nur Dr. Salions Angestellte, sie waren seine Laborversuche. Umherlaufende, lebendige Laborversuche. Er ließ die Ersatzteile in diesen Leuten wachsen. Genau. Er klonte ihre Organe in ihren eigenen Körper. Dann schnitt er sie heraus und verkaufte sie. Die meisten Opfer waren sehr arm. Er zahlte ihnen einen kleinen Anteil des Verkaufspreises, aber nur, wenn die Organe auch gut waren. Manchmal wuchs ein Organ nicht richtig, dann ließ er es einfach drin. Die meisten von ihnen waren völlig am Ende, aber nur innen, gut versteckt, sodass es niemand sehen konnte. Hoffentlich hat er bekommen, was er verdient hat. Das ist das Schlimmste daran. Wir haben ihn nie gefasst. Warum nicht? Was zum Teufel ist denn passiert? Er ist geflohen. Er sprengte sein Labor in die Luft und eilte mit einigen seiner Angestellten zum nächsten Raumdock. Als ich es herausgefunden hatte, war das Schiff bereits abgeflogen. Er drohte, seine Geiseln zu töten, wenn wir versuchen würden, ihn aufzuhalten. Aber Sie sind ihm doch gefolgt, oder? Ich befahl der Verteidigung der Zitadelle, ihn abzuschießen. Aber das Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit widerrief meinen Befehl. Sie machten sich Sorgen um die Geiseln. Sie waren besorgt wegen der zivilen Verluste, wenn das Schiff so nah an der Zitadelle abgeschossen würde. Ich sagte ihnen, dass die Geiseln so oder so dem Tod geweiht wären. Er würde sie nur benutzen, um weitere Organe zu erschaffen. Aber sie wollten mir einfach nicht zuhören. Tja, man kann halt nicht jeden fassen. Nein.
Aber dass er auf diese Weise entkommen konnte. Sie hätten dieses Schiff doch bloß lahmlegen müssen. Dann hätte er nicht mehr weggekonnt. Vielleicht sterben die Geiseln dabei, vielleicht aber auch nicht. Doch zumindest hätten wir den Bastard so aufhalten können. Ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber was geschehen ist, ist geschehen. Sieht ganz so aus. Ich kann jetzt keine Zeit mehr damit vergeuden, darüber nachzudenken. Ich wünschte nur, ich hätte ihn aufhalten können. Das ist alles. Wissen Sie, was aus Dr. Saleon geworden ist? Ich habe ab und zu meine Fühler ausgestreckt und gehofft, etwas herauszufinden. Vor einer Weile glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Interessant. Er hatte ein anderes Schiff und seinen Namen in Dr. Hart geändert, was er wohl sehr witzig findet. Ich erzählte es dem Militär, aber sie waren nicht davon überzeugt, dass er es wirklich ist. Ich habe die Transponderfrequenz seines neuen Schiffs, aber niemand will sich der Sache annehmen. Ich überprüfe die Koordinaten, sobald ich dazu komme. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Aber Commander, nehmen Sie mich mit, wenn Sie losfliegen. Wenn es wirklich Saleon ist, will ich dabei sein, wenn Sie ihn finden. Geiles Ding. Auf diese Nebenmission bin ich nie wirklich gekommen. Ich hab nicht genug mit den Leuten gequatscht, das erst bei den ersten beiden Playthroughs. Ich sehe schon. So, Tali. Servus. Oh, hallo, Shepard. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Schiff ist fantastisch und Ihre Crew hat mich großartig aufgenommen. Insbesondere der Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Die Normen, die läuft so ruhig, als würde sie sich gar nicht fortbewegen. Auch die Maschinen sind so ruhig. Können Sie nachts gut schlafen? Mir gefällt diese friedliche Stille. Keine Sorge, Sie werden sich daran gewöhnen. Aber es ist nicht nur diese Stille. Dieses Schiff fühlt sich so leer an. Als ob die Hälfte der Crew nicht an Bord sei. Als ich noch zu Hause war, konnte ich meine Pilgerreise kaum abwarten. Ich wollte nur raus aus dieser Menge. Aber jetzt, wo ich hier bin, vermisse ich sie. Manche Dinge weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das ist wahr. Ich frage mich langsam, ob es eben darum bei den Pilgerreisen geht. Ich habe eine ganz neue Sichtweise über mein Volk und unsere Kultur bekommen. Einige gehen aber auch auf Pilgerreise und kehren niemals wieder zurück. Ich dachte immer, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist. Aber vielleicht wollten sie nur ein anderes Leben führen. Aber sie wollen doch zur Migrantenflotte zurückkehren, oder? Ich könnte meine Leute niemals im Stich lassen, Shepard. Ich werde zurückgehen. Aber erst müssen wir Saren aufhalten. Sonst gibt es vielleicht keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. Aber echt, hey. Naja. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Tali erzählt leider nicht so viel. Die anderen Sachen, die da standen, haben wir sie ja schon gefragt. Aber wir können mal schauen, ob diese neue Ausrüstung da... Tali spinnt. Die ist aber schlechter, die... Na, wobei... Boah, sexy! ja, okay. So. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir Missionen weiter. Ach ja, wegen den Missionen, die mir jetzt der... mir die beiden Jungs gegeben haben. Im letzten Mal der Rex und jetzt der... So, Tagebuch. Dr. Saleon finden. Geben sich in das Herrschelsystem im Kepler-Randsektor. Okay. Und... Rex Rüstung finden. Argus Rohcluster. Ah ja, ich muss ja meine schlaue Liste jetzt wieder herzwirbeln. Wo ist sie denn? Wo ich... Also wir sind jetzt im Attica Beta, soweit ich weiß. Ja gut, wir fliegen ja sowieso alles ab. Von daher finden wir das Zeug alles locker. Ja, mit allen Crewmitgliedern gequatscht. Also zumindest mit den wichtigen. Gequatscht, geflirtet, geratscht, irgendwas. Moment, hoch muss ich. Und jetzt wird es wieder Zeit für ein bisschen Action. Hätte ich mal gesagt. Und unter Action versteht man hier natürlich Missionen. So. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Gott. Höchste Dringlichkeitsstufe.
Ich nehme sie im Kommunikationsraum an. Okay. Schauen wir mal, wer zu uns sprechen möchte. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Ja, das ist nett von euch. Ich komme mir tatsächlich wie ein Instrument des Rates vor. So, dann schauen wir doch gleich direkt mal nach Würmeier. So, Ferus. Das war ja jetzt eine lange Session hier auf Ferus. Sonst haben wir, glaube ich, alles im Thesus Attica Beta. Ferus Herkules. Das haben wir dann... Ja, genau, das haben wir dann damit abgeschlossen. Damit ist das Attica Beta auch erkundet. Jetzt schauen wir mal. Ah, da hinten ist Würmeier. Das heißt, so dringend ist es eigentlich gar nicht. So, das Gemini Sigma, waren wir da schon? Ne, da waren wir anscheinend noch nicht. Hades Gamma. Uyaga Cluster, da waren wir auch noch nicht. Jetzt sind auch mehr Cluster hinzugekommen. Maroonsee. Im Hawking Eater waren wir definitiv schon. Hawking Eater, genau. Argus Roh. Da müssen wir, glaube ich, auch hin für eine Mission. Im Argus Roh Cluster waren wir noch nicht. Exodus waren wir definitiv schon. Bei Würmeier liegt so schön da hinten. Ich wollte eigentlich... Ja, komm, erstmal Argus Roh. Phoenix und Hydra, okay. Das werde ich jetzt erstmal noch, bevor wir dahin fliegen, ich das auf meiner schlauen Karte hier vermerken. Argus Roh und Hydra und Phoenix. Das muss man sich echt aufschreiben. Im zweiten Teil steht es ja dann Gott sei Dank schon da, was man alles erkundet hat, aber hier noch nicht. So, erstmal nach Hydra. Oh, wir dürfen wieder Massenportal anfliegen, Freunde. Ah ja, wir müssen uns erst einmal von Ferus verpissen, stimmt. Da war was. Und schwupp. Schwupp und weg. Ja, wir legen hier Commander, gleich wieder direkt los. Wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Ja, dann. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Ja, super. Es ist durchgedreht. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz, keine echte KI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Wir haben hier nichts Illegales getan. Ja. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich.
VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Natürlich. So. Da mache ich gleich mal den Haken ans Hydra-System hin. Jetzt will ich nochmal kurz was schauen. Tagebuch. Im Argos Roh, genau. Okay, das ist auch hier. Irgendwo im Argos Roh Cluster. Okay, also das heißt jetzt nichts Konkretes. Gut. Dann machen wir als erstes das Hydra-System. So, schauen wir erstmal auf Theia. So, ein typischer Wasserstoff-Helium-Gasriese. Alles klar. Syber. Das ist ein normaler Gasriese der Neptun-Klasse. Oberen Schichten der Wasserstoff-Helium-Atmosphäre werden durch Spuren von Methan spektakulär blau eingefärbt. Helium 3 entdeckt. Sehr schön. So, Vamalus. Stickstoff- und Helium-Atmosphäre. Okay. Ich glaube, das hier, Metgos, wird wahrscheinlich die Welt sein, auf der wir landen sollen. Deswegen erstmal Kandrum anschauen. Kleine felsige terrestrische Welt mit Spuren von Methan und Krypton in der Atmosphäre. Orbitalperiode 67,3 Jahre. 32,5 Erdstunden Tageslänge und minus 132 Grad Celsius. Trojanische Insignien gefunden im Scan des Planeten Kanrum, haben sie eine gefährliche Strahlung aus dem Orbit des Planeten entdeckt. Bei weiteren Scans entdeckte Techniker Adams die Überreste eines alten Gefechtskopfes mit den Insignien der Partierkolonie. Nein, nicht Partien! Sie waren auch hier. So, Metgos. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argus Rot. Wiederhole. Argus Rot. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. So, Warnung. Hitzegefahr der Stufe 2. Metgos, also es wurde ja gewünscht, dass ich die Planeten, auf denen man landen kann, das immer vorlese. Mache ich auch ganz gerne. Metgos ist ein großer terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die heiße Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Nickel mit Vorkommen an Kalium und Schwermetallen. Der Planet gilt als mineralogische Schatzkiste, weil die ständigen Vulkanausbrüche konzentrierte Schwermetalle an die Oberfläche spülen. Metgos ist eine unwirtliche und gefährliche Welt. Selbst Kurzexpeditionen müssen perfekt ausgerüstet und bestens geplant werden. Mit seiner hohen Masse, den hitzestauenden Wolken und den ständigen Vulkanaktivitäten ist Metgos auf dem besten Weg, eine ähnliche Dampfkesselwelt wie die Venus zu werden. Orbitalperiode 2,8 Erdjahre, Radius 7301 Kilometer, Tageslänge 47,2 Erdstunden, Atmosphärendruck 1,0 ATM, 169 Grad Celsius, Oberflächenschwerkraft 1,1 G. Dann wollen wir mal. So, wen nehmen wir mit? Rex nehmen wir mit. Nicht, dass da jetzt diese Insignien dabei sind. Und natürlich Ash. Annehmen. Hallo, annehmen. Danke. So, es geht wieder auf Erkundungstour auf der Planetenoberfläche. Das haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt. Die beliebtesten Nebenmissionen im Spiel. Jawohl, ja. So, wir schauen erstmal, wo interessante Sachen sind. Anomalie. Da ist das Transponder-Signal. Dann fahren wir aber als erstes mal zu diesen Trümmern hier. So, ich würde mal sagen, zur Sicherheit mal speichern. Man weiß ja nie, was abgeht. Zum Schluss kommt noch wieder so ein Dreschschlund oder sowas in der Richtung und tötet uns. Dann macht es uns auf sonst irgendeine Art und Weise fertig und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ah, wieder über Stock und Stein, so muss das sein. Habe ich in Skyrim schon immer ganz gerne gemacht. Das ist
Skyrim hatte man keinen Marco zum Rumfahren. So. Na, was haben wir denn hier? Okay, da ist definitiv was. Gefahrenstufe 2, das heißt, wir dürfen uns nicht so lange an der außerhalb des Markus bewegen, weil es relativ heiß ist hier. So, jetzt aber erstmal. Ja, komm, irgendwie nimmt Universalgel. Alles mitnehmen. Und schnell wieder einsteigen. Bevor wir noch verbrutzeln. Das wäre nämlich rather uncool. So, Transponder-Signal, dann fahren wir noch zur Anomalie. Schauen wir mal, was das noch ist. Vielleicht finden wir auch noch irgendwelche Vorkommen von irgendwelchen Rohstoffen. Was ausgesprochen wünschenswert wäre. Weil ich es jetzt noch nicht gemerkt habe, was die bringen, außer Kohle und XP. Aber gut, das sind ja die, sag ich mal, die wichtigsten Sachen für mich. Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, wie sehr ich es liebe, mit diesem Mobil hier hochzufahren. Naja, ohne dem wären wir ganz schön aufgeschmissen. Stellt euch mal vor, wir müssten das hier alles zu Fuß ablaufen. Nicht auszudenken. Aber die Welt haben sie auch wieder cool gestaltet, also... Auch wenn es dann auch auf diesen normalen Welten, sage ich mal in Anführungszeichen, auch wenn es da dann nie so Sachen wie... wie Bäume oder sowas gibt oder irgendwelche große Vegetation, sondern dass hier halt alles immer vollkommen ohne irgendwas ist. Was ich jetzt persönlich nicht unbedingt schlimm finde, aber dass diese Welten halt immer alle so nackt wirken. Gut, bei der Welt hier, da ist es vollkommen in Ordnung, dass hier ausschaut wie ein Mordor. Ich hasse es. Komme ich da jetzt sonst hoch? Muss ich hier jetzt am Rand entlang fahren, oder? Tu es, ja. Sehr schön. Ja, Freunde, was wir bei dieser Anomalie finden und was das Transponder-Signal mit sich bringt, das erfahren wir leider erst bei der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut. Euer Max.